Der Kantonsrat hat heute den Weg für die Lückenschliessung vom Autobahnnetz zwischen Uster und Hinwil geebnet. Eine grosse Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dass der Abschnitt in Richtplan eingetragen wird. Für den Vizepräsidenten vom Verein Oberlandstrasse ein grosser Erfolg. Ich würde sagen, der entscheidende Schritt ist getan worden. Und ich hoffe jetzt auch, Gegner, die es immer gibt von jedem Projekt, die können das jetzt auch akzeptieren. Einer der Gegner ist der grüne Kantonsrat Max Homberger. Der Ausbau wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Man muss irgendwann darüber nachdenken, dass man das Wachstum vom Verkehr in den Griff bekommt, beziehungsweise, dass man das ein Stückchen weit abbauen kann. Wir haben zu viele Autos, wir haben nicht zu wenig Strassen. Täglich fahren auf der Strasse zwischen Wetzikon, Ahrtal und Uster 27'000 Fahrzeuge durch. Mehr als durch den Gotthard. Im 2012 ist der Ausbau wegen einer geschützten Moorlandschaft gescheitert. Darum soll es dort jetzt einen Tunnel geben. Wie blau eingezeichnet, verläuft der von Wetzikon bis Ottikon. Und dann führt die Autobahn zum Anschluss Betzholz. Auch bei der Frage, ob die Lückenschliessung in den betroffenen Dörfern mehr Lebensqualität bringt, gehen die Meinungen der beiden Kantonsräte aus der Region auseinander. Deine Städte, Dörfer würden vom Verkehr entlastet, vom Durchgangsverkehr, und die Lebensqualität würde durch das auch zunehmen. Aber je mehr Verkehr, desto mehr Wachstum, desto mehr Hektik, desto weniger Natur, desto weniger Lebensqualität. Finanzieren würde der Ausbau der Nationalstrasse und Agglomerationsverkehrsfonds kurz NAF. Wieso ein Autobahnstück erstellt wäre, ist bis jetzt noch nicht bekannt.